So, herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, den Sachsen-Netzplayer, und jetzt kommen wir mal zu einem richtig schönen Exotik-Teil. Auf den ersten Blick hatte ich mir gedacht, what the hell? Ja, ich kann Englisch. Aber auf den zweiten Blick muss man doch sagen, ziemlich nice. Wir gucken uns hier den Krone Big X V12, der Cargo, an. Modell bei Tonga CS, die Silage Schneidezange mit Autopilot-Funktion bei wie auch immer und die Skeptony 60.000. Kostet auf jeden Fall 225 Euro Unterhaltskosten am Tag. KJ mit Rotel Bunker, wie auch immer. Wir bekommen das als Package, und zwar wir bekommen einmal den Krone, dann bekommen wir den Krone-Aufsatz für Mais und den Krone-Aufsatz für Grashäckseln, jeweils hier 12 Meter und auch hier 12 Meter. Und ich muss wirklich sagen, wo ich das Ding, wie gesagt, gesehen habe, what the hell? Weil es ist groß, es ist lang und es sieht exotisch aus. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, ob es sowas gibt, sieht aber auf jeden Fall sehr zukunftsorientiert aus. Und da kommen wir auch gleich mal außenrum zur Textur, denn die ist nämlich ziemlich nice, von wenig Pixelbrei bis überhin gar nichts. Die Größe ist auch sehr beeindruckend, also sehr zu empfehlen für Großbauer auf Vierfachmaps etc. und noch größer. Einfach nur richtig geil. Auch hier Reifen sind vollkommen in Ordnung, strotzen jetzt nicht sofort zur Detailliebe, aber ansonsten richtig Eis und groß. Wir haben hier zwei zur Auswahl. Wir haben einmal hier für das Mais, einmal habe ich hier hinten noch einen für das Gras. Wir werden einfach mal beide testen. Wir nehmen uns nämlich jetzt mal etwas Zeit, um erstmal kurz in den Log zu gucken. Wir haben hier eine Performance Warning und der Rare Textur und der New Games Farming Simulator. Das ist egal, das gehört nicht zu uns dazu. Ja, das sieht dann genau, War Textur, nein, das war wieder etwas anderes. Alles klar, das heißt, der Mod ist fehlerfrei, Log fehlerfrei. Gut, steigen wir mal ein, und ich, bevor wir einsteigen, frage, ist das hier unten normal mit der Kerat ist, oder ist das ein Fehler? Weil, gut, der hat zwar hier hinten zwei Räder, aber wie gesagt, sieht halt ein bisschen komisch aus oder es wird verdeckt, ich weiß es nicht. Steigen wir einfach mal ein. Das Innenleben sieht halt schlicht aus, muss ja jetzt auch nicht allzu groß sein, und schalten wir mal auf den, ach ja, wir haben hier nämlich ein paar Probleme mit der Kamera, komme ich gleich darauf zu sprechen, beziehungsweise machen wir es klein. Normal haben wir hier C-Innenbereich, dann haben wir hier noch eine Kamera, die ist hier oben postiert, die können wir uns dann so bewegen, dann haben wir noch eine, die ist so hinten postiert, sieht ein bisschen aus wie Betrunkenheit am Steuer, ja, und dann haben wir hier vorne noch eine Kameraposition. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber vollkommen in Ordnung. So, wie starten wir dieses Baby? Ganz einfach, wir drücken zuerst die Taste X. Da wird das Ganze nämlich aufgeklappt. Und da sehen wir nämlich erstmal, was hier alles Schönes mit dabei ist. Wir haben hinten einen Aufhänger und wir natürlich den ganz normalen Drescher. Mit der Taste O können wir den Behälter hinten öffnen und schließen. Das ermöglicht uns während der Fahrt einfach einzusammeln, und nach den Einsammeln einfach kommt euer Kollege im Multiplayer, fährt ihm an, sagt ab, fährt zurück, er kann weiter einsammeln, kommt wieder. Somit macht das ganze Dreschen bzw. Häckseln, ist ja eher dann Häckseln, doch eigentlich viel mehr Spaß. Also ich bin jetzt schon mal rundum begeistert. Rundumleuchten sehen auch richtig geil aus, sind jetzt zwar keine besonderen, aber aufgrund der Vielzahl bzw. der Positionen macht das Ganze doch schon richtig Fun. So, wir schalten mal kurz noch auf die Taste J, da sehen wir hier, wie wir das Ganze nämlich drehen können. Auf die andere Seite, also es funktioniert auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht. Ich halte mal vorne aufs Häckslerberg, das wird jetzt hier ausgeklappt. Wie gesagt, XXL Edition, wenn man das mal so nennen darf. Ja, ganz normale Standardanimation halt. Jetzt habe ich hier Gras drin, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Es ist ja eh alles häckselgut, also voran geht's. So, wir sehen, es funktioniert wunderbar. Es wird in den Behälter reingeblasen. Deswegen auch im Fenster 60.000. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie hoch jetzt die Kompanie ist. Das Ladevolumen müsste ich vielleicht nachher nochmal lesen. Aber auf jeden Fall richtig geile Sache. Funktioniert ja mit Mais. Aber man sieht zwar hier hinten ein bisschen, wie der Staub so noch rauskommt, aber das kann man ja nun mal beim besten Willen
verzeihen. So, wir haben jetzt, ja, 12%, 7000, hat also schon ein ganz ordentliches Ladevolumen. Ihr seht auf jeden Fall, ich könnte dieses Feld jetzt, ja, sagen wir mal, fast ganz abhäckseln, ohne damit ich jetzt irgendwie ausladen müsste. Das ist doch eine richtig geile Sache. Also, das Ganze schauen wir uns jetzt auch nochmal bei Gras an, den ich einfach durchswitche, auch hier wieder alles aktivieren tue. Vorne das Schneidwerk ist schon nach unten gesetzt. Und auch jetzt mal hier Gas gebe. Und auch hier mit dem Gras funktioniert das ohne Probleme. Also, um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, es ist ein richtig geiler Mod. Gerade für ganz große Bauern, für große Bauern, ist das Ding einfach nur Pflicht auf ihren Feldern. Und aber auch für kleinere bis mittlere, ja, genial. Es macht so, macht Hexeln mal wieder richtig viel Fun. Und in dem Sinne kann ich mich nur beim Modder bedanken. Ob das jetzt ein Deutscher ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber egal, thank you for the mod und me English is good. Und ja, in dem Sinne wollte ich euch den Mod downloaden, Link in der Videobeschreibung, beim Modder bedanken, irgendwelche Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge hinterlassen und dieser Mod soll uns nie wieder abhanden kommen. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Haut rein.